Was den Finanzausgleich vom Kanton Basel-Landschaft betrifft, unterscheidet man zwischen Gebergemeinden und Empfängergemeinden. Von den 86 Gemeinden im Kanton Basel-Land sind 66 Empfängergemeinden und nur 20 Gebergemeinden. Was versteht man unter einer Gebergemeinde und einer Empfängergemeinde? Gebergemeinde ist eine Gemeinde, die genug Steuern kann generieren in ihrer Gemeinde und so solidarisch den Gemeinden im Kanton etwas kann zurückgeben kann. Das wären dann Nebengemeinden. Die Gemeinde Brattelen ist bis vor kurzem auch eine Nebengemeinde. Wir haben über 8 Millionen jährlich Miesen, Dörfer bekommen von den anderen Gemeinden. Seit rund 3,5-4 Jahren sind wir jetzt aber eine Gebergemeinde geworden. Und wo wir jetzt Geld zurückgeben, das ist etwa 4 Millionen, die wir eine andere geben, eine andere Gemeinde, was nicht so gut geht. Wir in Brattelen haben das Ziel gehabt, zu einer Gebergemeinde zu werden, im Wissen, dass wir etwas abgeben und nicht alles können selber behalten, aber solidarisch muss man sich zeigen. Im Moment ist aber eine Kommission dran, die das nochmal anschaut, dass nicht die Gebergemeinden immer noch mehr müssen geben müssen, sondern dass es ein bisschen Ausgleich gibt. Die Mutation von einer Nehmergemeinde zu einer Gebergemeinde ist natürlich ein grosser Erfolg. Wie ist das zustande gekommen? Ja, das ist mit Ansiedlung zustande gekommen, mit Sparen, mit vielleicht auch, kann man auch sagen, ein Stück Glück. Wir haben einfach die Einzonungen gehabt, wir haben Gebiete gehabt, wo wir gehen können. Wir haben Wohnraum bauen, wo bessere Wohnraum war, in dem Sinn, gehobene Wohnraum. Und da sind natürlich andere Leute angezogen, die auch mehr Steuern können zahlen. Jetzt bei der Ansiedlung gerade von Firmen, da redet man ja häufig von kleinen Fischen und grossen Fischen. Auf was tut die Gemeinde Brattelen achten bei der Ansiedlung von Firmen? Also wir nehmen alle Fische. Kleine, grosse, mittlere, Schwärme können es auch sein. Bei uns ist es so, dass wir einmal eine schmässige Erfahrung gemacht haben in Brattelen mit sogenannten grossen Fischen. Ich erinnere daran erinnern, Firestone, Schindlerwagen, man kann auch den Bus nehmen, man kann Persil nehmen, die plötzlich gegangen sind und dann hat es viel Leid hinterlassen in Brattelen, wo die Leute oder wo die Firmen weggezogen sind. Und heute sind wir ausgerichtet, dass wir sogenannte Kleine nehmen. Aber was sind Kleine? 100, 150 Leute sind für mich nicht Kleine in der heutigen Zeit. Das sind eigentlich gute Unternehmungen, die dann zu uns kommen. Und wir sind eigentlich offen für alle. Wir reden jetzt von der Gegenwart, von der wirtschaftlichen Entwicklung in der Gegenwart von Brattelen. Die Entwicklung die findet vor allem im Moment im mittleren Teil von Brattelen statt. Die zukünftige Entwicklung wird sicher auch die Rheinebene noch mehr einbeziehen, sprich Salina Raurica. Was passiert dort? Also es ist ja so, dass wir jetzt das erste Mal noch auch um den Bahnhof herum schauen, die Brachen, die dort sind oder die, die entstehen. Wenn ich einen Kotgang wegziehe mit 45'000 Quadratmeter, das Hugareal, wo jetzt so etwas Neues kommt, im Busareal läuft im Moment gerade ein Baugesuch. Wir probieren zuerst das, was erschlossen ist, fit zu machen. Salina Raurica, das ist klar, da sind wir dran, aber unmittelbar passiert dort unten nebst Kopf, der jetzt bauen wird, nicht einiges, sondern wir nehmen zuerst das mal den Bahnhof, das haben wir, der erschlossen ist und das kann man auch schneller entwickeln. Salina Raurica, das ist ein Grossprojekt und da hat es natürlich verschiedene interessante Players dabei. Das ist nicht nur die Gemeinde Brattelen, es ist auch die Nachbargemeinde Augst, es ist der Kanton Basel-Landschaft und es ist die sogenannte Wirtschaftsoffensive. Wie ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Institutionen? Also ich darf sagen, sie ist besser geworden. Wir haben am Anfang nicht die gleiche Meinung gehabt wie der Kanton oder vielleicht der Teil vom Kanton. Mit Augst zum Beispiel haben wir immer gut zusammen geschafft. Wir haben mit den Landeigentümern, da schwätze ich jetzt mal Droscha, der ein ganz grosser Landeigentümer ist, immer gut zusammen geschafft. Wir haben
auch mit den jetzigen angesiedelten Firmen schon lange gut zusammengearbeitet. Aber eine Zeit lang hat es mich durch den Kanton gerade in eine Richtung, die wir nicht unbedingt wollen. Das haben wir aber jetzt können korrigieren, das darf ich sagen. Es hat ein paar Sitzungen gebraucht mit Regierungsräten und mit dem Gemeinderat. Aber heute sind wir hier auf einem guten Weg. Was sind die nächsten Schritte konkret dort unten? Also im Moment ist es so, dass die ganze Zonenplanung beim Kanton ist, in der Prüfung. Und da werden wir jetzt warten, was da zurückkommt und werden dann mit der Begleitkommission, die Gemeinde Brattlen eingesetzt hat, wo übrigens auch selbst einen Sitz drin hat, werden wir das weiter bearbeiten, was dann da zurückkommt und dann geht es weiter, wie es gehört, wie es vorgeschrieben ist vom Kanton. Wir können es auch nicht beschleunigen. Im Moment wird diskutiert eine Testplanung. Was versteht man unter Testplanung? Eine Testplanung ist eine Planung über ein ganzes Gebiet. Und die Testplanung soll über das Gebiet im Osten von Salina-Raurica stattfinden, um zu schauen, was kann man dort sinnvollerweise ansiedeln und was soll man eben nicht ansiedeln, weil es vielleicht nicht anpasst. Und die Testplanung soll zeigen, was man kann. Es gibt verschiedene Ansichten und dann gibt es ein Gremium, das das auswertet. Und ich hoffe, dann das Beste aussucht. Wann kann man damit rechnen, dass die ersten Unternehmen kommen aufgrund der Resultate der Testplanung? Also, wenn ich das anschaue mit der, in der Testplanung im Osten, dann wird das sicher noch 5 Jahre gehen, mindestens 5 Jahre. Im Westen, wo Gebiet, wo Firmen jetzt schon angefangen haben, bauen wie Coop, da kann immer wieder jemand ankommen, das ist das Problem nicht das gleiche. Wenn man dort eigentlich mit Baugesuch kann die Nutzung genehmigen. Aber im Osten, denke ich, geht schon noch 5 Jahre. Wir haben jetzt primär mal über die wirtschaftliche Entwicklung geredet. Es muss aber auch gleichzeitig parallel dazu Wohnraum geschaffen werden. Brattlen hat im Moment 15'000 Einwohner. Wie sieht Brattlen aus in etwa 10 Jahren? Das ist noch schwierig. Wir bauen im Moment sehr viel Wohnraum, wir sind dran. Aber wenn man denkt, wie viel dass wir in den letzten 7-8 Jahren schon bauen haben und immer noch nur 15'000, in Anführungs- und Schlusszeichen, Einwohnheit, zeigt es doch, dass immer mehr Leute, also weniger Leute, mehr Wohnraum brauchen. Und ich glaube, in 5 Jahren hat Brattlen vielleicht 18'000 Einwohner mehr, garantiert sicher nicht.